Leute, das Witzigste ist, ich habe hier diesen Kamin an und meine Mutter sagt, verbrennt nicht der Fernseher oder wird nicht der Fernseher zu heiß. Steh mal auf, Digga. Ich schau auf jeden Fall einen fickten Schrank, wo das ist, Mann. Was ist das denn? Schau doch jetzt weg, scheiße, du. Setz den Okay. Guck mal her. Ein Monat Fahrverbot, wie ist das? Ja, wie ist das? Servus, Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja, Leute, heute muss ich euch eine Story erzählen, die mir passiert ist. Viele erinnern sich vielleicht an dieses Video hier. Been waiting on that sunshine, boy, I think I need that back. Can't do it like that. No one else gonna get it like that. So I argue, you yeah, but you take me back. Who cares when it feels like crack? But you know that you always do it right. Ja, Leute, als ich mit meiner Freundin in Berlin war, Leute, wollten wir das Justin Bieber Konzert nicht verpassen. Aber, Leute, wir waren schon über 2 Stunden zu spät und ich fahre wie so ein Bekloppter einfach. Und, Leute, die Ampel in Berlin, ihr müsst euch vorstellen, es gibt 1000 Ampeln und da war eine Ampel. Es ist orange und ich fahre noch da durch und dann wird die Ampel rot, Leute. Und was passiert? Ich werde geblitzt. Ja, Leute, auf jeden Fall wurde ich geblitzt. Dachte mir nur, what the fuck, das ist gerade nicht wirklich passiert. Ich dachte erst, ich wäre ein bisschen zu schnell gefahren. Das wäre einerseits nicht so schlimm gewesen. Aber dann, Leute, kam ein Brief nach Hause und ja. Ich bin über die rote Ampel gefahren, Leute. Und was ist da passiert? Leute, ich habe so eine heftige Strafe bekommen, das ist tschüss. An alle, die Auto haben, Leute, fahrt niemals über eine rote Ampel. Also die Ampel war noch nicht mal rot, die war orange und die wurde erst später rot. Jetzt, Leute, hört zu. Ich dachte mir so, ach, ist nicht so schlimm, 20, 30 Euro. Und Leute, dann kam dieser Brief hier nach Hause und ich habe 1 Monat Fahrverbot bekommen. Ein scheiß Monat, Leute. 230 Euro und einen verdammten Punkt. Ja, das war's auch, glaube ich, hier. Und wer klingelt da jetzt? Ich hätte dir nie wieder ein Auto in die Hand gedrückt. Ich hätte dir lebenslang Fahrverbot verpasst. Leute, guck mal. Meine. 1 Monat Fahrverbot, 230 Euro und einen Punkt habe ich kassiert. Aber Leute, jetzt kommt das Allergeilste. Läuft auf meinen Bruder. Der Brief läuft auf meinen Bruder. Die haben den Brief auf ihn geschickt und nicht auf mich. Ey, an dieser Stelle vielen Dank, Mann. Ich bezahle 230 Euro, ja, okay, aber Leute, er darf 1 Monat kein Auto fahren. Guck mal her. 1 Monat Fahrverbot, wie ist das? Ja, wie ist das? Und dann schicke ich das, das tut derjenige. Das ist der Trottel von dir. Ja, Leute, das Geile ist. Am besten, Leute, ich werde Ihnen nie wieder Auto geben, meine von Fehler nennt man. Sieht ihr. Leute, er darf 1 Monat kein Auto fahren. Auf jeden Fall, Leute, an dieser Stelle, ey, nie wieder über eine rote Ampel. Aber, Leute, er wird da jetzt anrufen und leider sagen, dass ich das war und nicht er. Und, Leute, ich darf 1 Monat kein Auto fahren. Holy shit, das ist heftig, Leute. Auf jeden Fall, Leute, macht sowas nie wieder. Also, ich werde sowas nie wieder machen. Und an euch, wenn ihr einen Autoführerschein habt, ey, Leute, auch wenn ihr so kurz davor seid und die Scheiße erst auf Orange springt, ey, macht eine Vollbremse, Alter. Egal was ist, ey, fahr niemals über Rot, ey. Ich habe meine Lektion gelernt, Leute, und zum Glück war ich raus aus der Probezeit. Ansonsten hätte ich so einen Behindertentest machen müssen. Nein, Spaß, Idiotentest. Leute, das Witzigste ist, ich habe hier diesen Kamin an und meine Mutter sagt, verbrennt nicht der Fernseher oder wird nicht der Fernseher zu heiß. Jung, Television gucke ich auch. Die sagt eiskalt, mit, verbrennt nicht der Fernseher, ey. What the? Nur trinken, was denn zu was trinken? Wo zwei Gläser, du?
Such mal zwei Gläser raus. Such mal zwei Gläser jetzt! Jetzt hör auf mit der Scheiße. Ich mein's erst, lass mich pennen. Warum? Digga, das ist unser Ruf, der kaputt geht, nicht deiner. Wir haben Durst, du nicht, wir haben Durst. Wir sind ja am Verdursten, nicht du. Du bist im Bett und wir sind ja am Verdursten. Ja, wir sind am Verdursten hier, nicht du. Jetzt, so mal Gläser. Nee, warte, ich hab ein Glas, Alter, aber das Glas ist leer. Ramon, sag mal was. Wo ist mein Brot? Ramon. Warte, wo ist mein Teller? Nutella, Digga, steh mal auf, Digga. Ich schau doch in den verfickten Schrank, wo das ist, Mann. Steh mal auf, Digga. Ich schau doch in den verfickten Schrank, wo das ist, Mann. Ich komme nicht durch, Alter. Ich hätte gerade Todesangst. Oh mein Gott. Was? Ey, Bro, das tut uns leid, ey. Ramon. Willst du was sagen? Willst du was sagen? Lass mich pennen. Bro, willst du noch was sagen? Nein. Warum nicht? Ich weiß nicht. Da muss er lachen. Gute Nacht, Bro. Schlaf gut. Heilige Scheiße, hab ich schon gekriegt, ey. Oh mein Gott, Leute, was war das? Wie ist der gerade ausgerastet? Digga, wie hast du dich gerade in diesem Moment gefühlt? Digga, komm mal her. Komm mal her. Leute, ohne Scheiß. Ramon, Digga, wenn du das Video morgen siehst, Alter. Heilige Scheiße, was war los mit du dir? Du rennst alle. Also, ich erlebe das. Digga, der ist aufgegangen. Der Schock seines Lebens. Du hast gesehen, wie. Ey, habt ihr gesehen, wie der mit dem Hergrad ist? Das war doch nicht menschlich, Alter. Junge, Alter. Und dann ist er die Treppe runtergekommen, auch zu mir, Digga. Leute, aber was ihr nicht wisst, wir haben das gestern noch extremer gemacht. Noch viel, viel schlimmer, aber das haben wir gestern einfach so gemacht. Und das ist verfahren. Wir haben da noch Licht angelassen, dann ist er aus. Der Junge ist gestern ausgerastet und jetzt heute nochmal. Wir haben das gestern halt noch viel, viel schlimmer gemacht als heute. Da haben wir uns gedacht, ey, weißt du was, was wir gestern gemacht haben, lass es mal jetzt nochmal machen. Und diesmal filmen wir das. Und heilige Scheiße, ich hab richtig Schock gekriegt, als er losgerannt ist. Hoffentlich sieht man das richtig wieder da. Leute. So schnell, ey, ganz ehrlich, ich meine, so schnell habt ihr mich noch nie rennen sehen, wie ich da hochgerannt bin. Das ist. Ey, ich bin Kugelblitz sein Vater geworden, Alter. Ich bin da hochgerannt, Alter. Die Treppen, Alter. Ich bin nicht doppelte Treppen, ich hab Treppen vierfach genommen, Alter. Ich bin hochgerannt, wie ein. Scheiße, Alter, wie gerannt. Was ist der Arme, Alter? Ramon, du bist schon ein bisschen leicht. Ramon, tut uns leid, ey, aber weißt du, das ist, weil unser Ruf kaputt geht, nicht dein. Nicht dein, wir haben Durst gehabt, nicht du. Ja, Mann, wir haben Durst gehabt. Nein, scheiße, Alter, oh mein Gott. Okay. Leute, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, Leute. Und noch eine kleine Info, Leute. Ich hatte ja gestern im Video gesagt gehabt, dass mein Merch nächste Woche Freitag um 20 Uhr online kommt, Leute. Und dabei bleibt es auch. Also, Leute, Freitag 20 Uhr. Ich kann nur vorweg sagen, Leute, ihr müsst schnell sein. Es werden 300 Exemplare geben. Und ich weiß nicht, wie schnell die weg sein werden. Und ich hatte auch eigentlich vor, nach den 300 keine mehr rauszubringen von den King und Queen Editionen. Also da sind die einzigsten quasi Limited Edition, Leute. Und ich habe mir noch so ein kleines Extra so gedacht, so ey, weißt du was, guck mal, du packst noch bei den ersten 300 eine Autogrammkarte dazu. Und Leute, ich habe mir überlegt, da das alles limitiert ist, habe ich mir gedacht, ey, weißt du was, packst du noch in den Hoodies, nicht in allen, ich sag mal in jedem zweiten oder dritten, oder nee, weißt du was, wir machen es in jedem, bei jeder Bestellung, Leute, wird eine Autogrammkarte dabei sein und, Leute, haltet euch jetzt fest, und Leute, ich werde mir eine Nummer für euch machen, ich werde die Tage jetzt direkt mir eine neue Nummer machen, Leute, und
werde dann den ersten Leuten, die am schnellsten sind, mit denen auf WhatsApp zusammen schreiben, Leute. Wir können eine Gruppe machen, wir können alle zusammen dann schreiben. Ihr könnt mir dann Fragen stellen, also ich mache dann quasi eine Fan-Nummer. Und ich denke mal, das Ganze wird eine Woche nach dem Release gehen, denn danach sind es bestimmt zu viele und ich kann nicht mehr jeden antworten. Das heißt, wenn ihr schnell seid, Leute, könnt ihr mir schreiben und mir noch irgendwelche Fragen stellen. Oder ich rufe euch mal an oder ihr ruft mich an und stellt mir eure Fragen. Und ja, Leute, und Leute, mir fällt gerade auf, dass ich die ganze Zeit und Leute und Leute und Leute sage. Ja, aber egal, das ist meine Macke. Und ja, Leute. Nein, ich habe noch gedacht, ey, weißt du was, vielleicht haust du noch eine Sache da rein. Leute, so, what the fuck, wie viele Sachen. Und was vielleicht noch dazu kommt, werdet ihr die Tage noch erfahren. Und ich würde sagen, wir sehen uns. D-A-W-I-N. Hey girl, this your song. Let's see that, but don't. I'ma try to do the things that you don't. Baby, it's your party, I just wanna play.